ist uns aber schon unangenehm, schon ein bisschen unangenehm jetzt irgendwie. Jetzt stehe ich da und weiß gar nicht, was ich sagen soll irgendwie. Also Höflichkeit ist, glaube ich, in allen unseren Zusammenhängen, in denen wir arbeiten oder mit Menschen zusammenkommen, essentiell. Weil das ist das Schmiermittel, das es eigentlich möglich macht, dass wir miteinander auskommen. Das finde ich halt interessant an dem, wenn man halt weiter ein bisschen weiter forscht, dass es nicht nur um Verhalten von niedergestellten Personen oder einer bestimmten Personengruppe geht, sondern dass es halt schon darum geht, einen gewissen Verhaltenskodex für alle Menschen darzustellen. Da ich hätte eigentlich jetzt voll cool rüberkommen wollen und da irgendwie lauter schöne Begriffe sagen. Und das ist Hilfestellung über den Umgang mit Menschen, wie das Buch ja eben auch heißt. E-Mail-Kommunikation ist etwas, wo nicht klar ist, wie Höflichkeit funktioniert und wie Höflichkeit versprachlicht wird. Spannend ist das falsche Wort, aber irgendwie klug und gebildet wird und gleichzeitig mit Witz schöne Dinge sagen, aber irgendwie klingt mir das alles nicht. Wie auch immer, es geht halt nicht nur um mich und mein persönliches Bedürfnis, das zu befriedigen gilt, sondern es geht halt schon auch darum, dass ich ja mit anderen Menschen koexistiere. Insofern denke ich, ja, jeder versucht natürlich im Berufsalltag erstmal höflich zu agieren. Ob der andere das aber auch so wahrnimmt, steht auf einem anderen Blatt. Ich fühle mich jetzt irgendwie ganz sonderbar berührt und weiß gar nicht, wie ich aus dieser Situation hier wieder rauskommen soll, weil ich irgendwie es nicht schaffe, über Verlegenheit so zu sprechen, wie das Ihnen recht wäre. Ups. Wie aktuell ist der historische Knigge heute noch? Und welche Relevanz hat Höflichkeit im gesellschaftlichen Miteinander allgemein und an der Freien Universität Berlin? Diesen Fragen möchten wir uns 2019 mit Adolf Freiherr Knigges über den Umgang mit Menschen widmen. Im offenen Austausch mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren der FU Berlin planen wir eine Multimedia-Ausstellung, eine öffentliche interdisziplinäre Vorlesungsreihe und eine Social-Media-Aktion unter dem Hashtag Knigge geht um. Also ich würde es weiterempfehlen zur Lektüre.